Ja, Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play, Diddy Kong Racing. Und ja, wir fangen dann gleich mal an. Wir müssen zuerst einen Fahrer wählen. Ja, ich könnte jetzt natürlich als alter Banjo-Veteran Banjo nehmen. Aber ich nehme mal Conker. Hier hatte Conker noch ein nettes Image. Ein Conker, genau. Ja. Wir machen Abenteuer-Mode und dazu muss ich jetzt mal was löschen. Das war das mittlere. Okay. Name. M.O. Ach, ich mache noch das E hinter. Mo, okay. Cutscene. Entschuldigung. Danke, das werde ich wohl manchmal brauchen. ja, also wir sind jetzt auf der Spielwelt, das ist eine Insel. Und wir machen mal einen kleinen Crash. Und ja, hier gibt's, Moment, ich muss mal nachsehen, 1, 2, 3, 4, 5 Welten. Und wir müssen Ballons sammeln. Oben ist unsere Anzeige. Wir haben jetzt 0, ist klar. Wir haben das Spiel erst begonnen. Es gibt noch versteckte Ballons hier auf der Insel. Die kann ich euch jetzt mal zeigen. Und dann kann ich euch direkt die Spielwelt ein bisschen zeigen. Moment, wie hupt man nochmal? So. So. Ich nehme erstmal das Flugzeug. Hier hat man... halt das Auto, Hovercraft kann ich auch eben zeigen. Hier so ein Schlauchboot-artiges Teil zum Wasserracen. Okay. Dann nehmen wir mal das Flugzeug und holen uns ein paar Ballons. Ja. Da ist direkt einer, den hole ich mir aber zum Schluss. So, hier oben ist einer. Fail, aber ich habe ihn trotzdem bekommen. So. Wo gab's noch welche? Hier oben links gab's einen. Glaube ich zumindest.
Ja. So, geht doch. Zwei Ballons haben wir. Cool, was? gab es hier einen Ballon? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Es gab, glaube ich, vier Stück oder so. Naja, jetzt bin ich aber wieder am Anfang. Ich habe das Gefühl, ich habe einen vergessen. Hey, ich nehme jetzt jedes einzelne Pflänzchen mit hier. Ah, ich weiß noch, wo einer ist. Moment. Und zwar hier hinten. Zack. Geht doch. Da ist eine unsichtbare Wand, die kann ich mal zeigen, damit man nicht rausfliegen kann. Zack. Ja, der Leuchtturm ist auch. Ich dachte eine Zeit lang, der ist für nichts da, für Tilluls, aber den braucht man auch noch. So. Mir fällt bestimmt noch ein, wenn was wo war. Ich nehme jetzt erstmal hier den mit. Jetzt haben wir schon den vierten. Und rein hier. So, Dino Domain, sagt die Stimme uns. Wir haben vier Ballons. Und da ist die Anzahl der Ballons auf den Türen. So viel brauchen wir, um reinzukommen. Wir können jetzt in drei Strecken schon rein. Aber wir fahren mal nach der richtigen Reihenfolge. Ancient Lake heißt es, die erste Strecke. Und wir müssen Bananen sammeln, um schneller zu werden. So, drei haben wir schon mal. Oh Gott. Oh Gott, ich kann gar nichts mehr. So. Ich hab's aber... Oh, in ein paar Parts hab ich's wieder. So. Ah ja, und es gibt noch Schlüssel. Ich kann mir den direkt holen. Da ist der. Fuck. Yo. Hol ich mir in der nächsten Runde. Die sind so... für coole Sachen halt, Baum. Oh, übertrampelt er uns? No. Ey, ich bin so ein Noob geworden. Ich müsste es mal öfter wieder spielen. So, Final Lap. Wenn ich jetzt nichts kriege, muss ich mal wieder hier in die Welt rein, um den zu holen. Geht doch. So. Scheiße. Egal. The Sieg, genau, Lukas. The victory is ours. First. Meiniges. So. Da kommt unser Friend and Helper. The Genie of the Island. Und gibt uns unser Reward. Ja, unseren Prize. This is for you, sagt er. Dankeschön. Danke, danke. So. Ach ja, und der Schlüssel. Hier ist die Sequenz. Das mache ich aber ganz zum Schluss. Bam. Das ist cool. Ich weiß gar nicht, ob das einen Ballon gibt. Ich weiß es nicht mehr. Könnt ihr mehr unter die Comments schreiben. Ich weiß es gerade echt nicht. So. Skelettschlucht ist die nächste Strecke. Das Wort habe ich gesucht. Strecke. Fossil Canyon. Ich mag die Sonne, also den Background. Den sollte es mal für Mario Hacks geben. Und wie wir sehen, müssen wir alle Bananen nochmal neu sammeln, aber ich denke mal, das ist klar gewesen. So. Ich nehme mal die Abkürzung. So, und hier haben wir eine neue Sorte von Ballons. Die roten sind Raketen, die blauen sind Turbo, wie ihr sicherlich schon im letzten Rennen gemerkt habt. Und die hier sind halt so Fallen. Und wie man merkt, kann man die auch stacken, also aufleveln, indem man einfach einen neuen aufsammelt. Und ich habe gerade hart verkackt. Egal, ich habe ja meinen Vorsprung. Wenn ich jetzt noch einen davon nehme, habe ich eine Seifenblase. Und 3 ist das Maximum, was man stacken kann.
So, habe ich die mal rausgehauen. Boah, das ist auf dem Grabber immer so. Ich muss mal langsam Kabel finden, damit ich auf dem Fernseher spielen kann. Dann ist die Steuerung wenigstens nicht so eine halbe Sekunde versetzt. Da war ein scheiß Kaktus. So, hau ich auch mal einen rein. Dann. Final Lap. Oh mein Gott. Ja. So. Muss ja langsam hier gehen. So, und wie wir sehen, habe ich jetzt eine Rakete. Und jetzt habe ich 10 Raketen. Aber die Rakete, die wir vorher hatten, die verfolgt. Ist nicht so wie ein roter Panzer, oder? Doch, ist eigentlich wie ein roter Panzer. Nur die rote Rakete da. Rote Rakete. Ist schlauer. Mein Bruder kam rein. Sorry for that. So. Ja, Ballon. Ballon. Der versaut mir echt jede Aufnahme, der Kerl. Naja, egal. So. Hier gehen wir jetzt rein. Oh. Dschungelsturz. Für das Rennen haben wir noch Zeit. Boah, ich suche jetzt das Kabel oder ich bestelle mir eins nächsten Monat. Das geht nicht klar, ey. Das ist mir voll schlecht. Wie soll es denn mit den Rennen später werden? Wenn ich hier so überall reinfahre. Na. Diese halbe Sekunde ist echt ausschlaggebend. So. Ach ja, und das ist ein Schutzschild, den kann man natürlich auch stacken, wie alles hier. Ach, Kacke. Hau ich den mal rein. Kann ich zum Beispiel das machen. In diese Ölpfütze reinfahren. So, wir holen uns mal ein Turbo. Wow, wow. Das war knapp. So. Und finish. So, in 2 Minuten schaffe ich leider nicht das nächste Rennen. Ich nehme jetzt 13 Minuten auf. Oder weniger als 2 Minuten. So. Also, wir haben schon 7 Ballons. Ist auch ganz nice. Ich danke fürs Zusehen. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, Leute.